But if I kept myself from danger, this emptiness would feel the same. I ain't no angel, I never was, but I never hurt you. It's not my fault. Das ist sie also. Jasmine Van Den Bogart, Birdie genannt. Nominiert als britische Solokünstlerin 2014 bei den Brit Awards. Und das mit 17 Jahren. Mir ging es noch nie um mein Alter. Mir geht es schon immer um meine Musik. Ich finde es gut, dass es auch anderen immer mehr um meine Musik geht, wie sie klingt, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Das war ihr Durchbruch. 55 Millionen Klicks auf YouTube. Mit der Popularität kam dann der Pop. Auf ihrem aktuellen Album erlaubt sich Birdie stärkere Beats, mehr Elektronik, mehr Gitarren. Dabei fing alles ganz minimalistisch an. Nur sie und das Klavier. 2008 gewinnt sie damit einen britischen Talentwettbewerb mit 12. Ich fing mit 8 mit dem Songschreiben an, als ich ganz klassisch Tonleitern üben sollte. Ich habe dann ein bisschen rumgesponnen und ein paar Akkorde vor mich hingespielt. Mein Vater hat mich beim Songschreiben sehr beeinflusst. Er ist Autor und hat mir immer Geschichten erzählt. Früher wollte ich deshalb immer Autorin werden oder Friseurin. Ich tauche mit meinen Songs in meine eigene Welt ab. Eigentlich bin ich ziemlich schüchtern. Die Songs sind mein Ventil. Durch sie kann ich gehen, wohin ich will. Da habe ich keine Angst, Gefühle zu zeigen. In meinen Songs fühle ich mich am wohlsten. Ich hatte nie Gesangsunterricht. Ich habe das selbst so entwickelt, einfach nach Gefühl. Aber inzwischen mache ich ein bisschen Gesangstraining, nur um meine Stimme zu schonen, dass ich nichts falsch mache. Ich schreibe meine Songs immer mit dem Klavier oder auch mal mit der Gitarre. Ich klimper dann ein bisschen herum und murmle irgendwas dazu. Da kommen dann meistens irgendwelche Wörter durch. Und irgendwann denke ich dann, ach so, davon soll der Song also handeln. Das dauert manchmal nur Stunden, manchmal aber auch Monate. Es gibt auf meinem Album einen Song, der war ein Klavierstück von mir, von früher, als ich 10 war. Damals ging das so. Und jetzt klingt so. Wenn Birdie auf Tour ist, passt ein Tross aus Managern und Labelmenschen auf sie auf. Birdie nennt sie ihre Familie. Sie sollen darauf achten, dass Birdie ihre Natürlichkeit bewahrt. Wenn es sein muss, auch mit Puder. Jetzt, so kurz vor dem Konzert, bin ich sehr aufgeregt und mir ist ein bisschen übel. Das Publikum jetzt schon zu hören, geht mir schon auf den Magen. Aber irgendwie ist das auch ein schönes Gefühl. Echt komisch. But it's a nice feeling at the same time. It's really odd.
Nein, thank you, Birdie. Und bleib dir treu. Wir sind eins. ARD.